Hey Freunde, herzlich willkommen hier zurück bei Dragon Age Inquisition. Wir machen gerade so eine kleine Gefährtenrunde, weil wir gerade viel Input bekommen, auch ziemlich viele Charakterquests. Und da ich ja nichts verpassen will, stehen wir jetzt hier gerade wieder vor Josephine und versuchen mal unser Glück. Und tada! Inquisitor, ich muss euch sprechen. Worum geht es? Ich muss euch zunächst etwas über die Rückschläge erzählen, die die Montiers erleiden mussten. Ich erinnere mich, dass ihr sagtet, es wäre eurer Familie verboten worden, in Orlais Handel zu treiben. Das hat uns finanziell ruiniert. Um genau zu sein, sind die Montiers seit mehr als 100 Jahren verschuldet. Oha. Ich gebe kein Darlehen. Okay. Mir war nicht bewusst, dass sich eure Familie in einer derart heiklen Lage befindet. So gut wie niemand außerhalb der Familie weiß davon. Wir haben über Generationen hinweg alles getan, um unsere Gläubiger zufriedenzustellen. Wir haben Ländereien verkauft, um die Zinsen zu begleichen. Es macht mich einfach so wütend, mit ansehen zu müssen, was aus meiner Familie geworden ist. Ich stehe kurz davor, das Oberhaupt unseres Hauses zu werden. Wenn ich noch mehr Land verkaufe, ist meine Familie vollkommen mittellos. Das darf nicht mein Vermächtnis sein. Es ist doch aber eigentlich total egal. Und wenn ich mir gerade mal so anschaue, in was für Klamotten du rumrennst, ne, liebe Josephine, dann frage ich mich auch manchmal, ich meine, wenn man die Mittel nicht hat, dann hat man sie eben nicht. Ob arm oder reich, das ist doch eigentlich egal. Also, ihr seid, ja, für mich macht es gerade momentan echt den Eindruck. Also. Die meisten Leute sorgen sich um ihre nächste Mahlzeit, nicht um ein Vermögen. Ich bin nicht blind, aber ich mache mir Sorgen um meine Familie. Meine törichte Schwester Yvette mit ihren Tagträumen. Meine Brüder, die versuchen, unsere Flotte mit ihren eigenen Händen wieder aufzubauen. Ist es denn so falsch, darauf zu hoffen, dass sie niemals Not leiden müssen? Ja, was, es gibt einen Unterschied zwischen am Rand, Mittel, ne, Arm und so und Notleiden. Das ist ja noch eine Stufe drunter. Kann ich dir denn helfen? Kann ich irgendetwas für euch tun? Ich hatte unsere Probleme beinahe gelöst. Zumindest sah es eine Weile lang so aus. Ich habe eine Möglichkeit ausgehandelt, die Montiers wieder als Händler in Orlais zuzulassen. Das wäre die Basis für unseren Wiederaufbau. Aber als ich die Dokumente nach Val-Royeaux geschickt habe, ich habe erfahren, dass meine Boten ermordet wurden. Die Dokumente, die den Handelsstatus meiner Familie wiederherstellen würden, sind vernichtet. Das heißt aber auch, dass deine Geschwister denn Händler werden müssen. Wollen die das überhaupt? Ha. Weißt du, wer es getan hat? Habt ihr irgendeine Idee, wer sie ermordet hat? Liliana hat Nachforschungen angestellt, die bereits Ergebnisse gebracht haben. Comte Boisvert, ein Adliger in Val-Royeaux, behauptet zu wissen, wer meine Boten ermordet hat. Er hat allerdings die Bitte geäußert, dass ihr mich zu dem Treffen mit ihm begleitet. Er möchte dabei gesehen werden, wie er mit euch konferiert. Oh Gott. Ey, ich als Status, ne? Mann. Mensch als Ware. Okay. Was hat der Comte davon, mit mir gesehen zu werden? Der Comte wird auf Feiern beiläufig erwähnen, dass er sich mit einem bedeutenden Besucher trifft. Das wird Verbündete und Rivalen aufhorchen lassen. Sein Treffen mit euch wird zu Spekulationen führen. Und der Comte wird die Berichte so geschickt steuern, dass er davon einen Vorteil hat. Er wird uns benutzen. Aber wenn er weiß, wer meine Leute getötet hat, bitte ich euch, es ihm nachzusehen. Naja, was soll's. Okay. Wenn es nötig ist, um dieser Sache auf den Grund zu gehen, begleite ich euch zu diesem Treffen mit dem Comte. Ich danke euch, Inquisitor. Es bedeutet mir, ihr seid zu freundlich. Ich muss wissen, wer meine Kuriere getötet hat, nur um meiner Familie zu schaden. Okay, gut. Josephine, Mann, mach Sachen. Es gibt eine interessante Entwicklung, Inquisitor. Eine Bittschrift der Bürger von Val-Royeaux. Sie wollen wissen, was Andraste im Nichts zu euch gesagt hat. Sie denken, sie hat mit mir gesprochen? Nicht einmal Liliana weiß, woher das Gerücht kommt. Allerdings könnte es hilfreich sein, diesen Leuten zu antworten. Wir wissen ja mittlerweile, dass es nicht Andraste war, sondern die göttliche Justinia. Sagt, Andraste liebt uns alle. Klar, Shepard, das kauft dir auch wirklich jeder Arsch ab. Ich habe Andraste nie gesehen. Sagt ihnen gar nichts. Sagt, es war nicht Andraste. Sagt, ich spreche für sie. Ich weiß gar nicht, was die Antwort jetzt implementiert. Ach so, ich spreche. Ach so, ich bin dann anstelle von Andraste. Das ist ja. Aha.
Ja, ich habe eigentlich Andraste nie gesehen, ne? Es war nicht Andraste, die mich gerettet hat. Nur wenige Leute außerhalb der Himmelsfeste wissen, dass es die göttliche Justinia war, die euch aus dem Nichts befreit hat. Ihr könntet versuchen, den Bürgern von Valroajo die Wahrheit zu sagen, auch wenn sie davon wohl enttäuscht wären. Ach, ich weiß ja auch nicht. Wir könnten auch die Spekulation einfach schüren und den Glauben oder die Hoffnung weiter aufrecht erhalten oder so. Uns soll es ja eigentlich egal sein, oder? Ich weiß nicht. Sonst bin ich eigentlich immer für die Wahrheit. Aber dann nehme ich den Leuten ja auch ihre Hoffnung. Ach komm, sag einfach nichts. Die Inquisition wird auf ihr Bittschreiben nicht eingehen. Und damit basta. Das wird sie zwar enttäuschen, aber vielleicht sprechen ja bald die Gerüchte für uns. Eben. Hoffen wir, dass sie im Rahmen bleiben. Sollen sie doch quatschen. Die Meinung anderer Leute sollte keinen interessieren. Ja? Also, ihr wisst schon, ne? Also, ihr wisst, was ich meine. Ich hab ich Fragen? Gibt es was zu berichten? Bewahrt ihr immer Haltung? Wie schafft ihr es allen gegenüber so höflich zu bleiben, Josephine? Die Verhältnisse innerhalb des Adels sind ausgesprochen unstet. Höflichkeit ist die einzige Konstante, die alle ehren. Außerdem missbillige ich Unhöflichkeiten jener, die es besser wissen müssten. Ist das nicht anstrengend? Ist es auch. Ist das nicht auch manchmal zermürbend? Nun ja, es kann auch aufreibend sein. Unter den Adligen herrscht kein Mangel an Selbstverliebtheit. Das Spiel kann ermüdend, entmutigend und außerordentlich verhängnisvoll sein. Aber um ehrlich zu sein, würde ich es vermissen, mich mit anderen zu treffen. Ich habe dadurch einige faszinierende Freunde gewonnen. Wieso fällt mir da gerade Dorian zu ein? Okay. Ja, wenn es etwas Gutes hatte, dass ich Inquisitor geworden bin, dann, dass ich so viele unterschiedliche Leute kennengelernt habe. Das stimmt. Das freut mich. Ich könnte mir vorstellen, dass wir für Außenstehende wie ein ziemlich merkwürdiger Haufen wirken müssen. Man findet nicht oft Magier, Templer, Sucher und abtrünnige Elfen, die so einträchtig zusammenarbeiten. Da habt ihr alle recht. Wie sehen uns die Leute? Wir haben bei den Adligen viel Wohlwollen erlangt. Und sie werden freundlich daran erinnert werden. Wir haben Gäste? Oh mein Gott. Haben wir irgendwelche Würdenträger zu Besuch, vor denen ich mich vorsehen sollte? Ben Weigard aus Ferelden ist zu Besuch. Es ist fraglos eine Ehre. Zeigt euch also bitte nicht beunruhigt, solltet ihr des Nachts Schreie aus seinem Quartier hören. Schreie? Die Ländereien seiner Lordschaft wurden während der Verderbnis in Ferelden ein halbes Jahr lang von dunkler Brut belagert. Seine Gemahlin hat mich wissen lassen, dass der Schlaf des Ben immer noch etwas unruhig ist. Oh, meine Güte. Du, haben wir noch mehr Gäste? Schön, euch zu sehen. Okay. Auf ein andermal. Bis zum nächsten Mal. Der Ben. Der rennt hier also auch noch rum. Wo der auch immer jetzt sein mag. Jetzt müssen wir Sarah finden. Die war letztens nicht im Hof. Ach, und nach den Kräutern wollte ich auch mal schauen. Ratsraum seinem Willen unterworfen. So, das sagt, ein Amulett der Befreiung könnte verhindern, dass Venatorium-Magier Cole binden. Liana Solis. Dorian. Vivienne, ja, mit Vivienne haben wir bisher auch keine einzige Sequenz gehabt. Also das ist immer noch sehr merkwürdig. Wo ist Sarah? Sarah ist auch in der, auch drüben in der Taverne. Bin ich ja mal gespannt. Sarah, meine Liebe. Aus Havens Feuern, wir eilen herbei, zur Himmel. Hier ist sie nicht. Die muss ja irgendwo hier rumgurken. Letztes Mal lag sie unterm Tisch, als ich sie das letzte Mal gesehen habe. Hey, Sarah! Sarah, wegen Aramant und dem, was im Nichts passiert ist. Womit habe ich denn das verdient? Was sollte das denn? Habe ich irgendwas angestellt? Haltet den Mund und hört mir zu, ja? Macht das nie wieder, verstanden? Alle tun so, als hätte das Ganze einen Sinn ergeben. Dämonen, Visionen, der ganze Mist. Aber das Nichts ist nicht real. Und ich habe nichts gesehen. Nichts. Sie waren wie kleine, leere Hüllen.
Als gäbe es in der Dunkelheit nichts. Keinen Sinn. Albern, was? Ich weiß gar nicht, wovor ich Angst hatte. Hätte ich doch auch nur Spinnen gesehen. So wie ihr. Habt ihr Angst vor Spinnen? Vor allen? Auch vor ganz kleinen? Ja, ich habe ja Spinnen bekommen. Ganz und gar nicht. Ja, nur vor Riesenspinnen. Nein, eigentlich nur vor gefährlichen Riesenspinnen. Oh, das ist gut. Kleine Spinnen gibt's nämlich überall. Aber das ist ohnehin alles Mumpitz. Wir reden hier über Fantastereien, während reale Leute gestorben sind. Vermutlich. Stroud zum Beispiel. Das ist ein schwerer Verlust. Und was kriegen wir im Gegenzug? Eine Horde verrückte Wächter. Die haben sie doch sowieso nicht alle. Normalerweise passiert erst irgendeine Scheiße und dann freuen sich alle, wenn der Held die Bühne betritt. Bei Wächtern ist es andersrum. Wenn sie auftauchen, weiß man, dass gleich was Schlimmes passiert. Wie in Denerim am Ende der Verderbnis. Also ich stehe absolut zu den Wächtern. Die sind nicht nur nützlich, die werden gebraucht. Das sind die coolen Helden von Ferelden. Woran erinnerst du dich denn noch? In Denerim ist viel passiert. Was habt ihr gesehen? Die Leute haben viel von diesem Wächter erzählt, der bei einem großen Kampf gestorben ist. Oder auch nicht, das habe ich vergessen. Der Held von Ferelden? Ihr habt den Helden von Ferelden vergessen? Das ist ewig her, 10 Jahre. Ich habe damals noch mit Bauklötzen gespielt und geklaute Sachen vergraben. Ich weiß noch, dass viele Leute eher die Magie fürchteten, nicht die Verderbnis. Und Wächter waren eine gute Entschuldigung für verschwundene Sachen. Blackwall ist trotzdem nett. Ganz anders als das Gesocks in Adamant. Wir bräuchten mehr Männer wie ihn. Ja, verständlich. Okay. Liebe Sarah. Hey, ich hatte da so eine Inquisitor-Sache für euch. Ist echt kein großes Ding. Nur ein kleiner Spaziergang für einige eurer Leute. Das ist ein Klacks für euch, oder? Okay, was hast du wieder angestellt? Gib mir mal ein paar Details. Ohne Details verspreche ich euch gar nichts. Klug von euch. Ich käme nicht im Traum darauf, euch eure wertvolle Zeit zu stehlen. Das Ganze ist so ein rote Jenny-Ding. Ich habe erfahren, dass ein paar Adlige um Verschiel kämpfen. Gebietsstreitigkeiten und so. Und die Zeche bezahlen die kleinen Leute. Deshalb müsst ihr an euren großen Tisch gehen und ein paar Leute in der Stadt aufmarschieren lassen. Nur aufmarschieren? Nur aufmarschieren. Ein Kinderspiel, oder? Sarah, wo ist der Haken? Komm, rück mal raus. Kam der Hinweis von einem eurer Freunde? Nicht von einer Jenny, sondern von stinknormalen Leuten, die es satt haben, ständig unter die Räder zu kommen. Normalerweise kriege ich von so weit entfernten Dingen nichts mit. Aber wenn man mit jemandem wie euch befreundet ist, kriegt man richtig große Ohren. Noch größere. Ach, vergesst es. Was süß ist sie ja schon. Von wem kommt diese Bitte? Von mir, weil ich gehört habe, dass sich Leute beklagen. Wisst ihr, wenn Adlige kämpfen, bezahlen nicht sie, sondern die kleinen Leute die Zeche. Der Krieg läuft recht höflich ab, also schert sich niemand darum. Aber wenn ihr dort aufmarschiert, fühlen sich auch die Pfeffersäcke bedroht. Sowas passiert ständig. Wenn ihr zu den wenigen gehört, die davon Notiz nehmen, könnt ihr eine Menge Sovereigns damit verdienen. Sovereigns, das haben wir bisher noch gar nicht gehört. Sovereigns ist hier die Geldeinheit. Was bekomme ich denn, ne, dafür? Was hätte die Inquisition davon? Adlige denken, dass ihn alle ans Leder wollen. Das heißt, wenn eure Soldaten auftauchen, denken beide Seiten, ihr helft der anderen. Dann machen sich beide ins Hemd und biedern sich bei euch an. Schlimmstenfalls stoßen sich ein paar Leute daran, dass ihr eingegriffen habt. Ich kann nichts versprechen, aber irgendwas wird passieren. Wie immer. Na gut, dann schicke ich ein paar Leute. Also schön, Sarah. Ich lasse jemanden nach dem Rechten sehen. Das ist gut, was? Wichtig zu sein, ohne etwas zu tun. Naja, jedenfalls nicht viel. Es geht nicht immer nur um Löcher im Himmel und irgendwelche uralten Arschlöcher. Jede Kleinigkeit macht irgendwo einen Unterschied. Ein Bataillon für Sarah und Verschiel-Einsatz verfügbar am Kartentisch. Alles klar. Oh. Ihr habt ein Problem. Das da drüben ist eine volle Taverne, aber alle trinken allein. Halten sich wegen der Inquisition für was ganz Besonderes. Ich kann's nicht leiden, wenn alle jammern. Außerdem stolpern sie in ihre Schwerter, bevor Cori Funke sie schubsen kann. Spielen wir ihnen einen Streich. Halten wir sie ein bisschen zum Narren. Seid ihr dabei? Oh Gott. Sarah. Na gut, komm, weil's du's bist. Nennt ihr das Vorbereitung?
Ich muss dafür sorgen, dass sie allzeit bereit sind. Bereit? Wofür? Zum Trübsalblasen? Für ihren Tod, der sie aus dem Loch da oben ereilen wird? Ich weiß, wie die Leute sind. Stinksauer und wütend ist besser als trübsinnig und langweilig. Kommt schon. Wir können mit Sarah quasi flirten, aber Sarah wird uns auch nicht angetan sein. Werdet endlich erwachsen. Mit euch kann man... Ja, komm. Ja. Nur wir beide? Wisst ihr, das würde mir gefallen. Macht euch keine Hoffnungen. Ihr seid nicht mein Typ. Euer Ding ist nicht mein Typ. Kommt ihr jetzt oder nicht? Ja, Sarah ist lesbisch. Ja klar, machen wir. Geht ihr voraus? Was? Das Ding. Ja, wirklich. Ich wusste, ihr seid anders. Gehen wir. Ja, wie? Und was haben wir jetzt gemacht? Schön. General Steif ist nicht da. Seht euch um. Findet etwas, das wir anstellen können, damit eure Soldaten was zu lachen. Hab was gefunden. Was, der Schreibtisch? Ah ja, Zentrum des Reichs und so. Was jetzt? Was jetzt? Ich mach das Spielchen jetzt einfach mal mit. Also schön, Sarah. Was wollt ihr machen? Das Ding sieht schwer aus. Ich würde ihn nur ungern verschieben oder beschädigen. Alles klar, Kinderspiel. Wir müssen nur hier was unterlegen. Geschafft! Das fällt fast nicht auf, ist nur ein bisschen wackelig. Das wird ihn garantiert tierisch ärgern. Ich sag's einem der Soldaten und schon wirkt der General völlig normal. Und weil er für euch arbeitet, wirkt ihr dann auch völlig normal. Los, machen wir weiter! Dieser Sinn dahinter. Klar, wir schikanieren die Leute. Also schön, kleine Lady Zimperlich. Sucht irgendwas, das ihr am Herzen liegt. Machen wir. Hier hinten ist was. Die Tür? Was, nur die Tür? An der sie jeden wichtigen Schwachkopf begrüßt? Ja! Also schön, Sarah. Was habt ihr im Sinn? Besorgt einen Eimer. Oh, nee. Ein Klassiker, oder? Ein einziger geduschter Anführer sorgt in der Küche wochenlang für Frohsinn. Bei den Putzfrauen weniger, schätze ich, aber was soll's. Das wird lustig. Okay, mal gucken, wen wir jetzt ärgern müssen. Liliana. Das verschlossene Kästchen. Was ist das? Eine verschlossene? Nein, lieber nicht. Ihre Geheimnisse interessieren mich nicht. Ich will nur meinen Spaß. Wir könnten ihren Boten Rübswasser... Nein, Vögel furzen nicht, aber sie flattern und, Wer ist da oben? Kein Grund zur Sorge, Solis. Das sind nur Sarah und ich. Ah, wenn das so ist. Jetzt kommt Solis auch. Spielverderber. Gehen wir. Solis. Sehr gut. Das war lustig. Ein Inquisitor der Leute, der nicht vergessen hat, dass er einer von ihnen ist. Wenn ihr immer nur den Herold spielt mit ernster Miene und so, dann klingt ihr ziemlich unheimlich. Das funktioniert zwar allerdings nicht lange. Nee, ich bin doch gar nicht so ernst. Also, ne? Ihr redet Unsinn. Hauptsache, sie sind beflügelt. Ich muss respektierlich sein. Ja, weiß ich auch nicht. So ernst bin ich doch nicht. Gefällt mir alles irgendwie nicht. Nimm mal das Mittelding. Ich würde sogar mit Torten werfen, um die Leute zu beflügeln. Torten sind toll. Und Corifatius würde sowas nie machen. Das ist gut für euch, versteht ihr? Denn von unten sehen alle da oben irgendwie gleich aus. Egal, hat Spaß gemacht, Inquisitor. Ihr! Oh, scheiße. Ihr wart es. Aber das war ja jetzt Josephine nicht, ne? Huch, Shepard hat sich einfach so bewegt. Ich hab doch gar nicht meine Hand an der Maus hier. Meriton? Nur wenig reimt sich auf Inquisitor. Mir scheint, die Dichte muss wohl noch warten.
Verzeiht mir die Störungen, Eminenz, doch euer Tatenglanz begeistert mich. Ich bin Meriden, eine bescheidene Bardin. Mit dir hatten wir eigentlich schon mal gesprochen. Was könnt ihr für die Inquisition tun? Eine einfache Sache, wie ihr wisst. Die Herzen erfreuen mit meinem Gesang. Zu verbreiten, was ihr habt geleistet, ist mein kleiner, doch wichtiger Beitrag. Vielleicht verdiene ich sogar dabei. Naja, gut. Seid ihr eine Bardin, wie die aus Orlais? Himmel, nein. Mein Leben ist die Minne. Ich kämpfe mit Worten, nicht mit Klingen. Ich hoffe, ich kann euch irgend helfen, indem ich besinge eure Taten. Oh Mann, mach mal. Dann fahrt damit fort. Ich tue, was ich kann, Inquisitor. Die weibliche Rittersporn. Okay, Krem, weiß ich nicht, ob er mit ihr noch irgendwas... Oder mit S. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Er, sie, es. Blackwall müssen wir definitiv auch noch besuchen. Den schaffen wir auch noch, die Folge. Und dann, oh, Spezialisierung müssen wir auch noch machen. Wobei ihr mir schon gesagt habt, dass der Rissmagier wohl, ja doch eher so in meine Richtung geht. Ich muss es mir echt mal anschauen. Gerücht, Corypheus macht gemeinsame Sache mit Elfentruppen. Aha. Welche Truppen? Das mächtige stehende Heer des Landes, das sie nicht haben? Man kann ihnen nicht trauen. Ich weiß nicht. Die Geschichte lehrt uns, dass es genau umgekehrt ist. Welche Geschichte kennst du denn schon? Du bist ein Zwerg. Die beiden unterhalten sich immer wieder. Oh Gott, ich mach das jetzt zwischen den Folgen. Also wenn die jetzt vorbei ist, dann werde ich mal unser Inventar ein bisschen ausrümpeln. Blackwall ist nicht da. Blackwall, bist du oben? Wo ist denn Blackwall? Ach, guck mal, da hier ist auch noch was zu lesen. Ein Brief des Stallburschen. Ein persönlicher Brief, geschrieben in einer unbeholfenen Handschrift. Mutter, wir sind jetzt oben in den Bergen. Ist ja wie bei YouTube hier. Im Frostgipfelgebirge, so wie in den Geschichten, die du erzählt hast. Es ist sicher, weil der Herold uns führt. Und er ist genauso, wie alle sagen, dass er ist. Gepriesen sei Andraste, ich kann etwas beitragen. Sag, Vater, es tut mir leid wegen der Felder. Ich hoffe, Onkel Silas hilft ihm. Ich wäre. Oh, wäre. Das ist das Hasswort. Ich sag's euch. Wäre mit H. Gern da, aber das ist hier wichtig. Es ist wirklich wichtig. Mit Liebe und Respekt. Dein Sohn, Dasmund. Oh Mann. Blackwall, wo versteckst du dich denn jetzt? Wupp. Er wurde hier angezeigt. Blackwall. Sag mal. Was machst du denn? Ist hier was? Ich finde den Blackwall nicht. Hallo, Blackwall. Liegt der hier irgendwo rum? I don't fucking know. Da ist er doch. Blackwall, was machst du denn hier draußen? Holzhacken. Ein Freund hat mir Adamant einmal beschrieben. Adamant ist und wird immer der Orden sein, sagte er. Ein Wächter am Abgrund. Die einsame Seele, die in Vergessenheit starrt, ohne zu wanken. Dieser Wächter wollte Kommandantin Clarell sein. Wie wir alle. Es heißt, ihre Wächter hätten nie gewankt und wären bereitwillig für sie in den Tod gegangen. Sie starben für uns. Und Corypheus hat ihr Opfer missbraucht und zu seinem eigenen gemacht. Ich kann ihn ja verstehen, er ist ja ein grauer Wächter. Das in Adamant lief nicht gut, wenn man es mal so sagt, ne? Wir haben zwar die Wächter befreit, aber Stroud verloren. Wir waren in der Fade. Ist ganz schön viel passiert. Tja, die standen ja alle unter Kontrolle. Da sind so viele Wächter gestorben. Mann, ey. Wir haben ihn aufgehalten und die meisten Wächter gerettet. Aber nicht alle von ihnen. Ja. Die starben mit dem Gedanken, etwas Gutes zu tun. Daran ist allein Corypheus schuld. Selbst Clarells Absichten waren aufrichtig. Ihr Wunsch zu beschützen leitete sie in die Irre. Das ist nicht richtig. Gutes vollbringen zu wollen und dann dafür bestraft zu werden. Mit Clarell. Sie hat das mit ihr, ich habe auch schon an ihr gedacht, an sie gedacht. Das ist echt ein bisschen schwierig. Also ich sehe das anders bei der Clarell. Man hat ja gesehen, sie
hat sich denn umentschieden und für uns gekämpft und hat sogar auch den Drachen so weit beschäftigen können. Aber sie hat das mit dem Bewusstsein halt eben getan, mit ihrem freien Willen. Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten bei der Clarell. Wie kann man so in die Irre geleitet werden, denke ich mir. Nichts ist perfekt, aber wir können erst versuchen. Ach, Blackwall. Überlegt nicht, was schiefgegangen ist. Denkt an ihre Absichten, an ihr Opfer. Würdigt ihre Selbstlosigkeit. Clarell hat Fehler gemacht, aber sie war eine großartige Frau und ist auch als solche gestorben. Es geht nicht um Rüstungen oder Insignien, auch nicht um den Beitritt. Letztlich ist ein Wächter ein Versprechen. Ein Versprechen, andere zu beschützen, wenn nötig mit dem Leben. Oha, das ist ziemlich hart für ihn. Blackwall, bist du jetzt wieder hier? Jo. Das ist nur eine kleine Fingerübung. Ich bin dankbar, dass ihr mich gefunden habt. So aufregend meine Wanderungen durch die Wälder auch waren, das hier ist besser. Es ist gut, Teil von etwas derart Wichtigem zu sein. Von etwas, das wirklich etwas verändern könnte. Ja, er war ja echt halt kompletter Außenseiter, so für sich allein und der Eremit sozusagen. Mich freut das. Also, schön, dass du da bist. Es freut mich, dass ihr das so seht. Ich klinge wie eine Schwester der Kirche, nicht wahr? Wie eine alberne, kleine Anwärterin. Aber was soll's? Ich schätze, ihr habt euch meine Loyalität verdient. Und meinen mädchenhaften Enthusiasmus. Wem man folgt, entscheidet, wer man ist. Hat mir mal jemand gesagt, ich brauchte Jahre, um zu verstehen, was er damit gemeint hat. Weise Worte. Das ist ausgesprochen weise. Es war ein Chevalier, der diese Worte zu mir gesagt hat. Ein mächtiger Mann, aber niemals ehrlos, ein wahrer Ritter. Wir begegneten uns als Kontrahenten im großen Tournai. Er gab mir diesen Rat, bevor wir wieder unsere Wege gingen. Er hatte seine Ambition zurückgestellt, damit ich den Behurt gewinne. Ich habe ihm nicht einmal gedankt. Behurt? Kenne ich gar nicht, Behurt. Was ist dieses große Tournai? Ihr habt noch nie davon gehört, vom großen Tournai der freien Marschen? Es ist ein gewaltiges Spektakel mit Gesang, Tanz und Wein. Mit jeglicher Unterhaltung, die ihr euch nur vorstellen könnt. Der wichtigste Teil ist jedoch der Waffengang. Wer sich im großen Tournai beweist, hat eine glorreiche Zukunft vor sich. Mhm. Und was ist geschehen? Wie hat er euch geholfen? 100 Männer standen sich auf dem Kampfplatz gegenüber. Jeder kämpfte für sich. Der Ritter und ich hatten ein Bündnis geschlossen. Wir beide allein nahmen es mit allen anderen auf. Unser Ziel? So viele Gegner wie möglich niederzustrecken. Den letzten Streich hat er dabei stets mir überlassen. Verstehe. Das war selbstlos von ihm. Er meinte, ich hätte alles zu gewinnen, während er nichts verlieren würde. Als es vorbei war, bot er mir an, mein Mentor zu werden und mich zu lehren, ein Ritter wie er zu werden. Und ich, jung und dumm wie ich war, schlug sein Angebot aus. Ich hatte gerade den Behurt im großen Tournai gewonnen. Ich brauchte ihn nicht. Ich hätte mit ihm gehen sollen. Vielleicht wäre dann alles anders gekommen. Vielleicht. Ja, vielleicht. Ihr seid jetzt hier. Ein grauer Wächter. Alles hat sich zum Guten entwickelt. Ja, das stimmt wohl. Nehme ich an. Aber ich bin jetzt älter und hoffentlich auch klüger. Ich denke, ich habe mich entschieden, der richtigen Person zu folgen. Danke. Ich versuche mein Bestes. Warte, Black Wolf, sind wir schon fertig oder sind wir fertig? Ich bin hier. Ah, wir sind anscheinend fertig. Wie steht's? So inquisitionsmäßig? Was denkt ihr über die Inquisition? Sedas würde unter unseren Füßen erzittern, wenn wir sämtliche Truppen der Inquisition in den Kampf schickten. Das ist jetzt tatsächlich was anderes gewesen. Wir sollten uns wieder unseren Pflichten zuwenden. Wie ihr meint. Immerhin habt ihr hier ja das Sagen. Ja,
Das ist auch so, die nennen mich ja immer Inquisitor. Also, wenn ich könnte, würde ich natürlich sagen, nennt mich Shepard, aber es geht ja leider nicht von der Synchronen, also vom Synchronmäßigen her. Ja, euch mache ich dann auch gleich. Ich wollte jetzt noch schnell zu Cole hoch. Die Sachen, ich habe es nicht vergessen. Das hole ich jetzt noch schnell. Ich habe ja extra mein Inventar, Krem, was war das denn? Was machst du da? Ich habe extra mein Inventar ja aufgeräumt. Hust, hust. Aber das kriegen wir noch unter. Danke. Eventuell hilft's ja. Nö, wer weiß. So, jetzt an sich würde ich denn... Wie laufe ich denn eigentlich? Ich laufe falsch. Mal wieder. Machen wir es einfach. Was, man kommt hier nicht rüber? Doch. Kommt man. Oh, die singt immer so schön. Da würde ich jetzt mal ran an den Kartentisch, aber das schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr die Folge. Und dann gibt es nächstes Mal die Charakterquest von Solis, nehme ich jetzt mal an. Diese Geistgeschichte. Ja, Frau. Na, ist der Eimer weg? So, ihr Lieben, dann beende ich die Folge, rausche nächstes Mal auf den Kartentisch rauf und guck mal, was wir da noch so machen könnten. Und ansonsten gibt es nächstes Mal die Solis Quest. Und ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und bis dann, tschüss.